Die Sommerferien stehen vor der Tür. Rita Steinle ist Religionslehrerin hier an der Lilienhofschule in Staufen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Kindern und mit Jugendlichen. Und mich interessieren einfach auch die Lebensfragen der Kinder. Ich will dafür die Kinder da sein und im Religionsunterricht. Erst seit kurzem kann sie wieder unterrichten. Eine Krebserkrankung hatte sie außer Gefecht gesetzt. Das war ein Wahnsinnsschock. Ich hatte richtig auch Angst davor, was jetzt passiert. Vor allen Dingen war es für mich schwer, nicht mehr in die Schule zu können, die Kinder nicht mehr zu sehen, ins Krankenhaus zu müssen. Ach, es gingen einfach tausend Gedanken durch den Kopf. Also es war wie ein Erdbeben in meinem Hirn. Im Februar 2019 bekommt sie starke Schmerzen. Ja, ich bin nachts aufgewacht und hatte starke Schmerzen im Beckenbereich. Und dann kam das Nacht für Nacht wieder. Die Schmerzen wurden immer schlimmer, die wurden immer stärker. Auch so, dass sie tagsüber nicht mehr verschwanden. Ich hatte Schmerzmittel genommen, ich war im MRT, ich war beim Neurologen, ich war beim Rheumatologen, ich war natürlich beim Orthopäden, ganz klar. Und es war eigentlich von Seiten der Ärzte so, die haben ja gesagt, Frau Steinle, das ist ein großes Fragezeichen. Wir finden nichts. Dann kam die halbseitige Gesichtslähmung. Das war dann der Anlass, dass ich ähnlich in der Klinik auch aufgenommen wurde und durchuntersucht wurde. Ihre Situation verschlimmert sich dramatisch. Nach ein paar Tagen in der Klinik bin ich zusammengebrochen. Ich hatte zuvor auch schon gemerkt, dass die Kraft in meinen Beinen nachlässt. Und dann bin ich im Bad gestürzt. Und von diesem Moment an konnte ich nicht mehr auf meine Füße stehen. Ich war gelähmt im gesamten Unterkörper, war auf einen Rollstuhl angewiesen oder noch mehr. Ich war innerhalb von ein paar Tagen ein kompletter Pflegefall. Nach 4 Wochen in der Klinik erhält Rita Steinle endlich eine Diagnose. Die Diagnose war dann schlussendlich ein Non-Hodgkin-B-Zell-Lymphom, also eine Krebserkrankung im Lymphsystem. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Tragik des Pflegefalls sein so im Vordergrund stand, dass ich das zunächst mal gar nicht wirklich richtig realisiert habe. Mein Gedanke war immer nur, ich muss aus diesem Rollstuhl raus. Und zwischendurch natürlich auch die Auseinandersetzung, eine Krebserkrankung. Krebs, das ist ein Wort, das löst so viel Angst aus. Es war die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit der Endlichkeit des Lebens. Das war sehr hart. Rita Steinle sitzt im Rollstuhl und hat eine Krebsdiagnose. Wo ist Gott für Rita in dieser schweren Zeit? Ja, das war ich sehr froh, dass ich um diesen letzten Halt wusste, dass ich einfach weiß, Gott verlässt mich nicht. Ich hatte natürlich auch Momente des Zweifels, ganz klar. Ich konnte oft keinen klaren Gedanken fassen. Mein Gebet war dann vielleicht so etwa, ja, Herr, du weißt, ich bin da. Und du weißt um mich. Aber mehr habe ich nicht zustande gebracht. Aber ich wusste, Menschen beten für mich. Und das habe ich gespürt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das so existenziell gespürt, was für eine Wirkung Gebet hat. Meine Schwester, die kam und hat gesagt, du, ich habe das Missionswerk in Karlsruhe angeschrieben und die beten jetzt für dich. Das fand ich unglaublich, dass es da Menschen gibt, wo man einfach online hinschreiben kann, sich melden kann, um Gebet bitten kann und dass die für mich beten, obwohl die mich überhaupt nicht kennen und meine Geschichte nicht kennen. Das fand ich ein unglaubliches Geschenk. Eine Chemotherapie schlägt an. Parallel hierzu durchläuft Rita Steinle eine Physiotherapie in einer Reha-Klinik. Also nach der zweiten Chemotherapie habe ich gemerkt in der Reha dann auch, dass Bewegungen wieder möglich werden. Kleine Bewegungen natürlich. Und das gab ganz viel Hoffnung. Irgendwann konnte ich wieder auf meine Beine stehen. Das war ein unglaublich tolles Erlebnis, zum ersten Mal wieder zu spüren, Boden unter den Füßen zu haben, dass meine Füße mich noch tragen. Das war toll. Die Genesung wurde festgestellt durch ein PET-CT. Da wird also durch Bildgebung sichtbar, ob sich im Körper noch Tumorzellen befinden. Und da hat sich gezeigt, dass da nichts mehr ist. Da ist alles weg. Das war ein unglaubliches Geschenk, ein unglaubliches Glücksgefühl.
Rita Steinle unterwegs mit ihrem Mann Josef. Sie hat wieder zurück in den Alltag gefunden, kann wieder unterrichten. Ihr Mann Josef hat sie in der Krankheitszeit begleitet. Ich habe meine Frau unterstützt dadurch, dass ich sie täglich besuchen konnte. Ich habe sie ermutigt, durchzuhalten, versucht, ihr Perspektiven, Hoffnungen zu geben. Habe sie auch in pflegerischer Hinsicht sehr unterstützt. Darüber hinaus habe ich natürlich dann auch unser Haus, unseren Garten in Schuss gehalten. War damit eigentlich mehr als ausgelastet neben dem beruflichen Alltag. Und genau das war für mich unglaublich wertvoll und wichtig, dass ich diesen Halt und diese große Unterstützung durch dich hatte. Es geht mir körperlich total gut. Ich habe fast keine Beeinträchtigungen mehr, also die sind sehr gering. Was man im Gesicht sieht, ist eine rein optische Sache. Das sind noch die Reste der Lähmung. Es ist im Moment wieder eine Herausforderung und eine Auseinandersetzung, auch mich selber so anzunehmen mit dem veränderten Aussehen. Aber ich komme wieder an den Punkt, wo ich sagen muss, Mensch, ich kann total normal wieder leben. Ich kann die Arbeit machen, ich bin selbstständig, ich bin unabhängig. Und das ist viel, viel wertvoller als die Optik. Nach über einem Jahr Krankheit und Therapie ziehen Rita und Josef Steinle Bilanz. Mein Gottesbild hat sich durch diese Krankheit auch verändert. Ich habe das, was ich aus der Bibel weiß und was ich vorher auch erlebt habe, in einer ganz anderen Dimension noch mal erfahren. Nämlich, dass ich von Gott getragen bin und dass ich gehalten bin und dass ich aus seiner Liebe nicht rausfallen kann, egal was passiert. Das war eine schwere Zeit, psychisch, aber auch körperlich. Ist sicherlich ein Gewinn für meine Frau als auch für mich. Es hat uns näher zusammengeführt in unserer Beziehung. Wir sind auch im Glauben gewachsen und das war eine wunderbare Erfahrung. Jeden Morgen schreie ich ein lautes Dankeschön in den Himmel. Ja, ich kann es manchmal auch kaum fassen und manchmal sage ich auch, lieber Gott, dass du gerade mich ausgewählt hast für so eine tolle Heilung. Das ist einfach grandios. Von der Bibel her habe ich die ganzen Heilungsgeschichten ja gekannt. Und dass ich das jetzt selber mit eigenem Leib erfahren durfte, dass wirklich Heilung geschehen kann oder Heilung geschieht, das ist unfassbar für mich, immer noch.